Psst, moin moin und damit willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Ja, nachdem wir nun im letzten Part weiter in der Rangliste aufgestiegen sind, haben wir dann auch schon die erste kleine Nachforschung betrieben. Und dann hat auch noch ein schöner Fan von uns einen leckeren Kuchen gegeben. Aber wie es scheint, sind Mario und Gumbrina ein bisschen erschöpft von den Kämpfen, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz, hey, aufwachen hier! Schluss mit der Flüsterei, ey! Ja, ohne Umschweife würde ich sagen, liebe Freunde, geht's nun weiter im Ranglistenkampf. Bamba, frisch gemacht und weitergekämpft, wie ich sehe. Gut, als nächstes kämpfst du gegen die Kamek-Dämonen. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Bring uns also ein Highlight. Zeig mir einen guten Kampf. Okay. Das Problem ist, die Sternattacke muss dann wohl noch etwas warten. Denn erstmal möchte ich definitiv die Gegner scannen. Und hier kommen sie. Der Krawallklempner, Bomba Luigi und die Kamek-Dämonen. Los, Mario. Du wirst dich wundern, was echte Magie alles vermag. Let's fight. Ich weiß auch schon, was ich nehme, nämlich das Maxi-Beben. Was wollte ich nochmal? Genau, Mario denkt auch schon, Stimmt, das wollte ich. Erstmal den Scanner. Das ist ein roter Kamek. Ein rot gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximal KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Neben Angriffszaubern verstärkt seine Kraft auch Angriff und Verteidigung. Ist er allein, schafft er sich durch Magie Doppelgänger. Dadurch wird es für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Ich finde allerdings nicht, dass ihm Rot besonders gut steht. Ich überlege, ob ich die Stern... Ja, komm, ich mach sie jetzt schon, Freunde. Wir machen sie jetzt. Und der Maxi-Beben wird den Rest machen. Ja, das war klasse. Oh oh. Alter. Okay, Planänderung, Freunde. Der kommt erstmal weg. Das ist ein weißer Kamek, ein weiß gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximal KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Seine Spezialität sind Erfrischungszauber, mit denen er deine Gegner fit macht. Ist allein, schafft er sich durch Magie... Ja, Doppelgänger, das habe ich schon gesagt. Dadurch wird es schwerer. Okay, BP brauchst du eigentlich nicht wirklich.
Ja, dann würde ich sagen, schalten wir den hier als nächstes aus. Ach so, genau. Und, liebe Freunde, offscreen habe ich nochmal gegen die Nachtschwärmer gekämpft. Weil ich hatte ja 78 Sternpunkte und die haben nochmal 20 gegeben, sodass ich jetzt 98 habe. Und somit kurz vor Level Up stehe. Was? Doch. Mach ruhig den Scanner. Dann schauen wir mal. Bam! Das ist ein grüner Kamek. Ein grün gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. 7 KP, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Er kann sich selbst oder deine Gegner elektrisch aufladen und durchsichtig machen. Ist allein? Ja, Doppelgänger und so weiter. Kennen wir schon. Take that! So, aber jetzt ist Feierabend, Freundchen. Das sieht doch deine Größe mit ein. Alter! Geil, nochmal. Ist das geil, Alter. Take that. Hä? Sehr schön. Kleinen Moment, Freund, ich muss hier kurz mal wem schreiben. So, entschuldigt bitte, Freunde. So, es kann weitergehen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich ausnahmsweise wieder einmal die KP. Aber ich glaube, das reiß ich lang dann noch erstmal, liebe Freunde. Und der Gewinner ist Papa Luigi. So geht das. Mario! Was zum Geier? Bowser? Oh, was ist das denn? Schon wieder ein unangemeldeter Kämpfer? Papa scheint ja eine Menge Feinde zu haben. Eine unglaubliche Wendung. Oh, dann war das ja gut, dass ich das Level abgemacht habe. Was ich ausgerechnet dich hier in Falkenheim treffe. Tja. Manchmal hat man eben wirklich Glück. Und bevor ich mir das Sternjuwel schnappe, bekommst du auch noch deine Lektion. Heute zeige ich dir, was wirklich in mir steckt. Crazy, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass Bowser hier auftauchen würde. Das ist Bowser, aber was macht der denn hier? Maximal KP 30, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ein gefährlicher Gegner. Besonders fies ist sein giftiger Biss. Danach sinken deine KP ganz langsam. Nach seinen Sprungattacken kannst du bestimmte Techniken nicht mehr nutzen. Konzentriere dich ganz einfach darauf, ihn zu besiegen. Alright. Ach stimmt ja, der hat ja Verteidigung 1. Boah.
Ach nein. Ach Mist. Ja da. Hübsch Mario. Findest du das eigentlich gut, deine Gegner so fertig zu machen? Ja. Irgendwie schon. So, bam! Bingo! BP vollständig hergestellt. Versuchen wir das mal. Ach Mist, okay, das habe ich irre vergeigt. Das auch. Oh nee. Thank you, Mamma Mia, Luigi! Der steht ja immer noch, Alter! Hoi, hoi, hoi! Harter Brocken, aber Digga, du hast nur noch ein KP. Wiedersehen. Oh! Mamma mia! Ja, das ist unser Bomber! Der unbekannte Kämpfer liegt besiegt am Boden. Du bist unschlagbar, Bomber. Und wir warten gespannt auf deinen nächsten Kampf. Aber für heute ist unsere Vorstellung beendet. Also bis bald in der Arena. Bitte, deine Gage. 19 Münzen. Rang 5. Glückwunsch. Ich lasse dich jetzt allein. Man sieht sich. Sehr schön. Hier haben wir wieder stark unsere Macht demonstriert. Dass dieser Kerl auch noch hier aufkreuzt? Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Ich definitiv auch nicht. So, wie sieht's mit meinen Items aus? Tasche. Was ist denn das überhaupt? Gute Sache. Sollte ich auf jeden Fall aufbewahren für später. Geht hier draußen eigentlich wieder was ab oder ist jetzt hier gerade wieder alles ruhig? Schauen wir mal. Aber ob Aurelio schon zittert, liebe Freunde? Wer weiß. Hier war ich schon lange nicht mehr. Okay, und das da scheint wohl auch noch ein Gegner für uns zu sein. Alter, der Fussi muss aber ganz schön einstecken. Eieiei. Gegen so einen haben wir aber schon mal gekämpft, nur halt ein bisschen anders. Ja gut. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, stürzen wir uns mal in den nächsten Kampf. Also Rang 5, 4, 3, 2, 1. Ja, nur noch 4 Kämpfe und dann könnten wir schon gegen Champ Aurelius ran. Coole Sache.
So, ich bin gespannt, wer es diesmal sein wird. Lancissimo. Oh, ich glaube, das ist der, den wir gerade gesehen haben. Digga, ist das dein Ernst? Das ist doch mal eine fiese Regel, Alter. Ich weiß, das Publikum liebt keine schwächenden Stars, okay. Ach, dann zeig mir einen guten Kampf. Du Arschloch, Alter! Hast du noch einen Wunsch, Alter? Soll ich gleich Game Over gehen, oder wie? Ach, Bomba, halt den Rand und folge mir. Digga, also... Das ist irre, Alter! Also da werde ich safe auf jeden Fall schon mal... Oh. Der ist ja alleine, der Vogel. Die Gegner von den Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi und der Hüter der Finsternis, Lancissimo. Wir lassen uns niemals besiegen. Du hast zum letzten Mal das Licht des Tages erblickt. Let's fight! Ich glaube, hier könnte ein schwerer Kampf auf uns zukommen, liebe Freunde. Umbrina, sag mal was über ihn. Ich glaube, den sollten wir ernst nehmen, liebe Freunde. Das ist ein Lanzherr. Lanzherr sind schwer bewaffnete Rabenviecher. Maximal KP 20, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Ziemlich starker Gegner. Seine Lanze schützt ihn leider vor Sprungattacken. Ich fürchte, das könnte ein ziemlich schwieriger Kampf werden. Und leider auch ein langer. So. Hier brauche ich auf jeden Fall Kupio. Weil anders geht's nicht, Freunde. Definitiv nicht. Okay, also 10 Damage habe ich schon mal. Digga, das ist doch einfach nur assi, Alter. Jetzt mal for real. Was soll der Quatsch? Ja, komm. Klatsch mir eine und dann ist gut hier. Oh mein Gott, Alter! Du Vogel, Alter! Ich hätte ihn also die ganze Zeit... Oh Gott! Ich dachte, ich soll... Oh Gott! Wir haben dich verarscht, Junge! Ja, das habt ihr, Alter! Das war ja mal assi, Alter! Sorry, du Model! Aber so läuft's manchmal. Alter. Das war ja mal... Nee. Uff, Alter. Also da fällt mir echt nichts mehr zu ein, Freunde. For real, ey. Ja, jammer ruhig rum, Junge. Digga, also... Hier
Soll ich auch noch eine Sternattacke nutzen, ey? Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Also das bei den 20 Schadenspunkte, das war mir lieber. Ich soll also Minimum eine Sternattacke nutzen, ja? Okay, skippen wir das einmal, weil wir kennen den Vorspann ja schon. Okay, Kollege, du willst es also hart, ja? Ich geb's dir hart, Junge. Ah, okay. Ist in Ordnung. Das wird ihn umwerfen machen. Hä? Digga, also das ist ja mal Betrug, Alter. Der hat doch nicht mal Verteidigung. Das Ding ist, ich muss jetzt auch ein bisschen Show-Einlage machen, weil ich brauche wahrscheinlich die Sternpunkte noch. Also, habe ich die immerhin schon mal wieder. Und der Gewinner ist Bomba Luigi! Gewonnen! Yay! Ja, endlich, Alter. Bitte, deine Gage, 20 Münzen. Wird ja mal besser hier mit der Bezahlung, sehr schön. Ja, ich weiß. Aber ich lasse dich jetzt allein. Bis dann. Na dann. Mario! Du hast wieder eine Mail bekommen. Ja, und was da drin steht, liebe Freunde, das erfahren wir im nächsten Part von Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Tschüss!